Einen wunderschönen guten Morgen mal wieder hier oben aus dem Kinderzimmer. Ja, ihr habt es in einem der letzten Vlogs schon gesehen. Ich habe hier oben ausgemessen. Ich habe Pläne, die Kinderzimmer beide ein bisschen umzustellen, umzugestalten. Und das einfach ja ein bisschen logischer alles anzuordnen, ja, den Platz ein bisschen besser auszunutzen. Und ihr habt ja vielleicht gesehen den Vlog, ich habe ausgemessen. Das habe ich zur Sicherheit heute Morgen nochmal mit meinem Mann zusammengemessen. Es passt. Und ja, heute ist der Tag, heute wollen wir umräumen. Das heißt, ja, ich muss mich so ein bisschen hier von dem Babyzimmer, wie ich es jetzt für Leo eingerichtet habe, ja, verabschieden. Es war nicht lange so, aber es macht eben doch einfach ja, mehr Sinn, den breiten Schrank, also das hier ist ja der schmale, der soll zu Nino ins Zimmer wandern und den doppelflügeligen, der soll hier zu Leo wandern und es passt aber ja hier nicht hin. Hatte ich euch ja gezeigt, wenn euch die Hintergründe und die Vorgeschichte interessieren, dann schaut gerne mal in den anderen Vlog rein. Ja, und jetzt steht hier Schrank ausräumen an, dass wir den ja, rüberstellen können. Bei Nino muss ich eben den Schrank auch ausräumen und was ich auch machen muss, ist ja hier vor dem Kinderzimmer die ganzen diversen Dinge, die da stehen, wegräumen, dass wir die Schränke eben transportieren können. Und ja, das steht jetzt heute an und ich bin schon ganz gespannt, ja, ob die Aktion so klappt und wie es nachher dann noch aussieht. Chaos hat angefangen. Habe ich gerade alles schon schnell leer geräumt. Dafür steht jetzt eben alles hier, hier im Flur. Jetzt gerade auch freigeräumt. Steht jetzt halt alles da. Und jetzt, ja, 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 Baby, fange ich an, hier bei Nino den Schrank auszuräumen. Und wie gesagt, der Plan ist ja, schmaler Schrank hier direkt neben das Bett. Und die Bücherkiste und das alles rutscht einfach ein bisschen weiter in die Ecke. Und dann muss ich einfach mal schauen, ob ich hier in diesen Nischen das alles so stehen lasse oder ob ich mit diesen Würfelregalen einfach noch mal ein bisschen hin und her spiele. Aber ja, das ist jetzt so das Vorher sozusagen. Also genau diese enge Passage möchte ich ja nicht mehr haben, sondern das hier soll, wenn man hier von der Tür reinkommt, schön frei sein und dass dann eben hier dieser Schrank steht. Ja, ich bin wirklich sehr, sehr, sehr gespannt, ja, wie beide Zimmer jetzt dann danach aussehen. Der Schrank bei Nino steht. Sehr, sehr cool. Und hier ist jetzt noch richtig viel Platz für das Bücherregal. Das muss ich gar nicht so weit darüber schieben. Ja, jetzt gleich dann nochmal richtig putzen. Ja, genau. Alles richtig schön putzen, wenn wir schon dabei sind. Und jetzt, ja, kommt der hier rüber zum Leo. Den müssen wir allerdings leider zerlegen. Das ist nicht so ganz cool. Aber ja. Ich hoffe, das war jetzt dann erstmal die letzte große Umräumaktion hier. Und ja, danach geht es für mich hier ans Chaos beseitigen. Hier stehen überall die Schubladen, Leos Zimmer steht komplett voll. Und ja, einiges jetzt zu tun, aber ich freue mich, dass wir es angehen. Der große Schrank zieht jetzt hier rüber und mir kam jetzt noch die Idee auszuprobieren, den Schrank längs an diese Wand hier zu stellen und die Wickelkommode dann jetzt ein Stück rüber. Bin mir aber noch nicht sicher, wie ich das dann vom Bild her finde. Wir bauen ihn jetzt mal hier so grob auf und gucken, wie das aussieht. Oh, den Schnüller. Dann sparen wir uns nämlich das Rumräumen hier von dem Bett darüber und die Wickelkommode hierher und so weiter. Wie gesagt, jetzt gucken wir mal, wie das hier aussieht. Und ja, bin mir aber nicht so sicher, wie mir das gefällt, dass die Wickelkommode dann hier über diese Schräge dann... Oh, da ist jemand müde. Darüber ragt. Aber ansonsten hier. Nick.
Chaos perfekt im Zimmer. Also wir haben es jetzt mal kurz hier hingeschoben, aber das wird nichts. Also selbst wenn ich die Wickelkommode noch ein Stück weiter darüber schiebe, ist es hier, ich habe müdes Baby auf dem Arm, deswegen kann ich es euch nur so zeigen, hier ein bisschen zu knapp. Ich würde zwar die Schranktür natürlich aufbekommen und auch die Schubladen rausziehen können, aber dann komme ich selber nicht mehr so richtig gut an die Schubladen ran. Das heißt, wir werden jetzt doch im Zimmer hier einmal das komplette Möbelroulette machen. So wie ich gesagt habe in dem letzten Vlog. Das heißt, Schrank kommt, Baby, willst du festhalten? Schrank kommt hier sozusagen hinter mich, wo jetzt die Bilderwand ist. Daneben in die Schräge, wo jetzt der Stuhl steht, kommt die Wickelkommode. Hier, wo jetzt der Schrank steht, kommt das Bett hin und der Wickelstuhl dann hier in die Ecke. Also wirklich einmal komplett rumgedreht. Jetzt nur überlegen, ob wir erstmal kurz Pause machen und das Baby jetzt erstmal hier noch kurz schlafen lassen, weil der ist schon ziemlich müde. Ja, ist jetzt deine Zeit, ne? Ist jetzt deine Zeit? Ich zeige euch mal kurz jetzt, wie es bei Nino im Zimmer aussieht. Das ist nämlich genau so, wie ich mir das gedacht habe. Ich drehe euch kurz um. Man kommt rein. So, man kommt rein und hat hier komplett offen. Seht ihr, was ich meine? Den Unterschied zu vorher. Also ich finde es so jetzt schon, trotz diesem Chaos hier, viel besser, weil es jetzt einfach so viel luftiger wirkt und ja, muss jetzt noch mal gucken, wie ich dann später hier auch die restlichen Möbel stelle, aber so ist es schon viel besser. Hat jetzt, trotz dass es eigentlich nur ein 50 cm kleinerer Schrank ist, dadurch, dass der jetzt da drüben steht, hat er gefühlt ein viel größeres Zimmer. Also ich bin mega happy, so viel mehr Platz, Wahnsinn. Und das da hinten, wenn es noch alles nachher richtig verschwindet, dann wirkt es, glaube ich, noch mal viel besser. Natürlich. Logischerweise, wenn dieses Chaos hier verschwindet. Aber ja, das ist eine sehr gute Entscheidung gewesen. Guck mal diese leere Fläche jetzt hier an. Wahnsinn, was das ausmacht. Ich bin froh, dass ich mir hierüber noch mal so richtig Gedanken gemacht habe. Ein kurzer Zwischenstand aus dem absoluten Chaos. Das erinnert mich gerade aber so an den Vlog. Ich weiß nicht, ob ihr den geschaut habt, als ich hier Leos Babyzimmer eingerichtet habe. Da war ja auch alles voll. Und da musste ich ja auch dieses Art Tetris-Spiel spielen. Also Möbel einmal Stück für Stück für Stück rücken, bis dann irgendwann alle an ihrem richtigen Platz standen. Leos Bettchen steht jetzt auf jeden Fall schon hier neben der Tür. Also hier an dieser Schräge. Die Wickelkommode ist schon auf halbem Weg rüber. Und ja, der Schrank steht jetzt einigermaßen da, wo er stehen soll. Das müssen wir dann noch hier mit dem Abstand ein bisschen austarieren, wenn die Schranktüren dran sind. Das muss natürlich hier dann klappen, dass die Schranktüren komplett aufgehen, auch mit den Griffen und so weiter. Und jetzt gucke ich mal, inwieweit ich die, ja, die Wickelkommode hier noch rübergeschoben bekomme. Und ja, dann müssen wir einfach mal schauen, wie wir hier weitermachen. Stück für Stück dann alles wieder einräumen. Ja, ja, und du bist wieder richtig gut drauf. Ne? Wir haben nämlich zwischendrin jetzt auch schon Mittagsschlaf gemacht und Mittag gegessen. Ne? Jetzt ist die Laune wieder 1A. Ich möchte gerne nur eben auch hier mithelfen und vor allem aus dem Bettchen raus. Aber dazu muss ich jetzt hier erst noch ein paar Sachen wegräumen. Weil so hat er hier überhaupt keinen Platz und kann sich vielleicht wehtun. Deswegen versuche ich jetzt mal, die Wickelkommode an ihren Platz zu bringen und dann hier nach und nach wieder alles an seinen Platz zu stellen, an seinen neuen Platz. Ja, guten Morgen am nächsten Tag. Ich habe gestern noch so unfassbar viel geräumt und ja, eingeräumt, geputzt, versucht wieder klar Schiff zu machen. Ich muss sagen, Ninos Zimmer, mega. Es ist genau so, wie ich mir das erhofft habe. Ich zeige es euch auf jeden Fall auch gleich. So viel gefühlt mehr Platz. Also dieses Zimmer ist jetzt wow. Ein paar Sachen muss ich noch verschieben. Möbeltechnisch, so kleinere Sachen, Kaufmannsladen und so weiter. Und den Tisch will ich, glaube ich, verschieben. Aber dazu will ich erst jetzt hier Leos Zimmer fertig machen. Denn ich bin am Überlegen, diese Würfelregale, wo diese Schubfächer drin sind, zu tauschen. Leo hat ja hier dieses Vierer. Muss ich gleich mal gucken, wie ich das mache. Aber dazu muss ich jetzt erstmal wissen, wie final Leos Zimmer steht. Und wie gerne würde ich euch jetzt sagen, hey, es sieht so toll aus, wie Leos Zimmer jetzt steht. Und ich bin so happy. Ich bin gar nicht happy. Ich zeige euch jetzt am besten mal, wie es gerade aussieht. Wie gesagt, das ist noch nicht ganz Ordnung hier. Der Kleiderschrank
Der jetzt hier steht, der bleibt auch da. Das ist super. Da muss noch ganz viel eingeräumt werden. Das habe ich gestern nicht mehr geschafft. Das mache ich heute. Schauen wir mal, wie es Mäuschen hier mitmacht. Aber so wie jetzt die Sachen stehen, mir gefällt es nicht. Mir gefällt es nicht. Und jetzt muss ich nochmal bis auf den Schrank, der bleibt wirklich da stehen, einfach nochmal schauen. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie es aussieht. Also, Schrank jetzt hier mit dieser kleinen Nische hier. Finde ich nach wie vor ein bisschen unglücklich, aber Nino hat zum Beispiel gestern sich gleich hier ein paar Bücher reingeschnappt und irgendwas und hat dann in dieser Ecke gespielt. Also es ist breit genug auf jeden Fall, dass da niemand stecken bleibt. Er fand das ganz cool. Da steht jetzt die Wickelkommode. Hier ist dieses Viererding, wo ich euch gerade gesagt habe, hier ist überall noch ein bisschen Chaos. Der Stuhl steht jetzt da mit Bibi und hier ist jetzt das Bettchen neben der Tür. Also so sieht das jetzt gerade aus. Ja, was mir hieran nicht gefällt. Der Stuhl, finde ich, der kommt mit dem Hocker da viel zu weit hier ins Zimmer rein. Also hier die Spielecke ist jetzt irgendwie komplett, ja, gar nicht mehr so richtig zugänglich. Ich finde, das kommt alles viel zu weit in den Raum rein. Was ich allerdings ganz süß finde, ist dieses Regal. Das war eigentlich entweder hier oder hier so seitlich an den Wickeltisch reingeschoben. Das ist dieses Stück, wo hinten Luft ist, wegen dem Wickelaufsatz. Das hatte ich jetzt mal hier daneben gestellt mit den ganzen Büchern, die Leo jetzt hier schon wieder ausgeräumt hat. Das finde ich eigentlich ganz cool, aber mir kommt es hier viel zu weit in den Raum rein. Und was mir auch gar nicht gefällt, ist, es ist einerseits, wirkt es irgendwie vielleicht so ein bisschen gemütlich hier unter dieser Dachschräge, aber ich finde, es ist zu eng, zu dunkel. Also ich mag nicht, dass die Wickelkommode hier steht. Ich mag es einfach nicht. Ich finde, das hier wirkt total gequetscht irgendwie, ich mag es nicht. Und das hier kommt mir viel zu weit in den Raum rein. Man kann diese Ecke gar nicht mehr schön nutzen. Mit der Lampe passt es natürlich hier auch mit den Bildern nicht mehr. Wobei, die kann ich einfach umhängen. Aber ja, mir gefällt es nicht. Mir gefällt es wirklich nicht. Und ich habe irgendwie gestern den ganzen Abend und irgendwie gefühlt auch die ganze Nacht überlegt, wie kann ich das hier noch ändern? Was kann ich noch mal machen? Und ich bin tatsächlich am Überlegen, die Wickelkommode komplett wieder hier rüber zu schieben. Also genau in die Ecke jetzt, wo das Bett steht. Den Stuhl zum Stillen und Geschichte lesen und kuscheln wieder hier in die Ecke zu tun, wo er die ganze Zeit jetzt stand. Und das Bettchen hier in diese Ecke zu schieben. Was gestern in dem ganzen Tetris-Spielen mit den Möbeln auch sehr, sehr schön aussah, ist, dass das Bett hier so längs unter der Dachschräge stand. Das sah super süß aus. Habe ich mir jetzt auch überlegt, ob ich das nochmal versuchen soll. Dann habe ich allerdings immer noch das Problem, dass der Stuhl zum Lesen immer noch hier in dieser Ecke steht, auch wenn ich die Wickelkommode dann mit dem Bett sozusagen tausche. Dann habe ich mit dem Stuhl praktisch nichts gewonnen. Also, ja, das ist jetzt erstmal mein To-Do. Und wenn ich jetzt hier eben weiß, Leo, spielst du bitte nicht mit dem Windeseileimer, das ist bäh. Das ist bäh. Ja, und wenn ich jetzt eben weiß, wie hier die Möbel final stehen, weiß ich nämlich auch, genau um dieses Regal geht's, ob ich das nochmal mit einem von Ninos tausche, dass der Leo hier einen Dreier reinkriegt, so einen Dreierwürfel, und der Vierer rüber zum Nino geht, oder ob ich es jetzt doch hier so lasse. Je nachdem, wie jetzt halt auch die Möbel stehen, ne? Aber ja, das ist mein Struggle, den ich gerade habe. Zum Beispiel auch die Wärmelampe passt nicht mehr hierhin. Ja, Leo ist kein kleiner Säugling mehr, aber ich habe das ehrlich gesagt bei Nino heute immer noch so, dass ich zumindest nach dem Baden gerne die Wärmelampe anmache. Genau. Das heißt, auf ein neues. Ich werde jetzt tatsächlich hier nochmal Möbel schieben. Das kriege ich ganz alleine ohne meinen Mann hin. Die Wickelkommode habe ich gestern auch geschoben. Schrank steht, bleibt. Und ja, jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwie noch ein Optimum aus diesem Zimmer rausbekommen kann. Weil, ja, ich möchte es natürlich auch für den Leo hier schön haben. Wir sind jetzt hier schon, finde ich, ein paar Kompromisse eingegangen in dem Zimmer. Dadurch, dass ich finde, hier die perfekten Ecken mit hier dem Bett und Wickelkommode und Schrank da eingegangen bin. Ja, es ist echt ein innerer Kampf gerade. Ninos Zimmer ist jetzt wirklich wunderschön und jetzt möchte ich natürlich auch hier für Leo eine kleine Wohlfühloase schaffen. Auch wenn er natürlich noch klein ist und das alles noch gar nicht so versteht, aber ja, ich möchte es natürlich für beide Kinder schön haben und so wie es jetzt gerade aktuell ist, nee, finde ich's einfach nicht schön, ne? Und du hilfst mir? Ja, ja. Ja, ja. Super, Leo ist bereit. Wir legen mal los.
glaube, ich werde wahnsinnig. Also ich glaube, ich habe jetzt viele Möglichkeiten nochmal ausprobiert. Es wird zum Teil besser. Ich glaube, manches muss man sich einfach auch ein paar Tage angucken. Also was ich jetzt gemacht habe, entgegen meinem Plan, habe ich die Wickelkommode hier direkt neben die Tür gestellt. Eigentlich habe ich mir überlegt, sie hier hinzustellen, aber dadurch gewinne ich natürlich hier sehr viel Platz. Nachteil ist, wenn man zur Tür reinkommt, hat man hier eben direkt diese Wickelkommode, an der man erstmal so vorbei. Also wisst ihr, das ist dann direkt so, da kommt ein Möbelstück und schmiegt sich nicht hier so in den Raum erstmal rein. Aber dadurch gewinne ich halt hier Platz dann zum Spielen sozusagen. Das Bett, denke ich, bleibt jetzt definitiv erstmal so stehen. Ich hatte es gerade auch nochmal hier unter die Dachschräge gestellt, aber ja, dann geht hier dieser Raum wieder verloren, wo ich eben nochmal so ein Würfelregal hinstellen könnte. Also dieses hier, das Vierer passt nicht hier hinten hin. Da werde ich dann das Dreier vom Nino holen müssen. Und ja, der Stuhl mit der Lampe bleibt dann jetzt erstmal hier in dieser Ecke. Und ja, ich glaube, jetzt werde ich erstmal hier diese Regale tauschen und dann hier alles nochmal ein bisschen richtig hinstellen und mir es einfach dann nochmal angucken. Aber es ist echt nicht so ganz einfach, also mit den Dachschrägen und ja, dass man trotzdem eben die Möbel alle unterbekommt, Stauraum hat und das Kind dann aber trotzdem noch Platz zum Spielen hat und es aber auch gemütlich wirkt, ist echt gar nicht so einfach. Also habe ich mir einfacher vorgestellt, gebe ich ganz ehrlich. Was, Mama? Geh gucken, was ist neu? Was ist denn da? Eine Feuerwehr. Eine Feuerwehr? Tati, tata. Eine Feuerwehr für deine Tonis? Willst du mal anmachen? Kommst du ran? Nein. Doch, du kannst auch auf den Schrank drauf knien. Tati, tata. Wer ist da? Und? Und ist schön? Ja, sehr, sehr schön. Die ist schön, ne? Und wo ist denn jetzt dein Kaufmannsladen? Ich sehe ihn. Wow. Ihr habt gerade schon gesehen, wie Nino hier ja, sein final umgestelltes Zimmer gesehen hat. Ich zeige es euch jetzt trotzdem nur. Wir haben den ganzen Nachmittag schon schön hier drin gespielt. Und ja, ich fühle mich auf jeden Fall unglaublich wohl hier drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Also so wie es jetzt steht, finde ich es wirklich optimal. Und ja, wie gesagt, ich zeige es euch jetzt nochmal ganz kurz und drehe euch dafür um. Also das ist jetzt der Blick, wenn man hier sozusagen zur Tür reinkommt. Hier ist wirklich alles schön frei. Ich habe jetzt den Tisch hier rübergestellt, der stand ja vorher hier. Dann habe ich hier diese Viererbank, also dieses Würfelregal, dieses Viererwürfelregal hingestellt. Hier ist das schöne neue Toni-Regal. Dann ist der Kaufmannsladen hier rüber gewandert. Hier steht jetzt der Schrank neben dem Bett. Die Leseecke, also die Kuschelecke, das Bücherregal und das Sitzkissen sind jetzt hier in die Ecke gewandert. Finde ich auch irgendwie sehr, sehr gemütlich. Das Schaukelpferd ist jetzt von Leos Zimmer hierher erstmal gewandert und hier fehlt noch die Feuerwehr. Aber ja, hier steht jetzt Ninos Kipplaster und ich muss sagen, ich finde es wirklich... es macht einen ungeheuren Unterschied, dass dieser Schrank jetzt hier drüben steht. Also diese Freiheit, die man jetzt hier hat, dass hier nicht mehr so viel steht, richtig, richtig gutes Zimmer wirkt, viel, viel größer. Also ja, bin ich richtig happy mit der Entscheidung. Und ja, der Grund, warum ich den Kaufmannsladen rübergestellt habe und jetzt den Tisch hierher geholt habe, ist, dass ja das hier die Wand ist. Also ich möchte gerne von hier dieser Kante hier oben, also die ganze Wand... Hier rüber möchte ich ja noch eine Tapete oder ein Wandtattoo gerne hinmachen mit ja, dem Thema Feuerwehr. Ich habe da schon so ein bisschen was im Auge, muss aber dann nochmal ein bisschen genauer gucken. Aber ja, das ist eben der Grund, warum ich jetzt die ganzen weißen Möbel tatsächlich vor die Wand gestellt habe. Weil mit dem Kaufmannsladen davor wäre mir das dann wahrscheinlich ein bisschen zu bunt.
Aber ja, so finde ich es jetzt dann wirklich richtig schön. Jetzt gerade sieht es eben noch alles ein bisschen kahl aus, sage ich mal. Aber wenn dann hier so ein schönes großes Wandtattoo oder eine Tapete hinkommt, denke ich, wirkt es nochmal richtig toll, ohne dass es dann eben im Raum zu überladen ist. Also so finde ich es jetzt wirklich richtig schön. Hier haben wir richtig viel Platz zum Spielen und auch hier ist jetzt wirklich alles frei, dass ja, man hier toben kann, hier rennen kann. Und ich finde, hier sieht man es jetzt auch nochmal richtig toll, dass jetzt hier wirklich alles frei ist. Und ja, also ich mag es wirklich sehr, sehr gerne. Und jetzt zeige ich euch mal noch zum Abschluss natürlich auch Leos Zimmer, denn da hat sich doch nochmal eine Kleinigkeit verändert. Ich habe es doch nicht so gelassen, wie ich es euch gezeigt habe. Ja, ich war doch nicht so ganz zufrieden. Und ja, nehme euch jetzt nochmal mit. So wie es jetzt gerade aussieht. Ihr könnt es schon sehen, die Wickelkommode ist jetzt doch wieder hier an diese Wand gerutscht. Ich habe mich doch dagegen entschieden, sie hier direkt hinzustellen, weil es mir dann doch ja, zum einen nicht gefallen hat, Schrank geht zu, dass man hier so direkt so eine lange Möbelkante hat, wenn man zur Tür reinkommt. Und zum anderen, jetzt passt auch die Wärmelampe wieder hin und auch, ja, praktischerweise musste ich gestehen, Windelmülleimer und mein Korb für die Dreckwäsche muss ja auch irgendwo hin. Das hat jetzt hier wieder alles seinen Platz. Finde ich, wie gesagt, viel, viel besser. Ich zeige es euch jetzt am besten auch nochmal so rum. Also so ist jetzt der Blick, wenn man hier zur Tür reinkommt. Jetzt hat man hier die Wickelkommode, man hat schön Licht hier vom Fenster, alles sehr, sehr hell. Der Stuhl ist jetzt tatsächlich doch hier geblieben mit der Lampe. Ich finde es jetzt aber so ganz okay. Wenn man mehr Platz zum Spielen braucht, kann man den ja noch ein bisschen ranrücken oder auch hier reinstellen. Dann ist jetzt hier das kleine Würfelregal hingewandert. Hier steht Leos Spielzeugkorb und hier ist das Dreierwürfelregal. Das Bett steht jetzt so und wie gesagt, der Schrank so. Teppich, genau. Und so finde ich es jetzt eigentlich wirklich sehr, sehr gemütlich. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich die, ja, die Deko sozusagen ein bisschen hier drin. Also mein kleines Miniregal mit dem Namensschriftzug, die Bilder von Leo und hier diese Tierbilder. Die fehlen jetzt dann natürlich auch noch. Ich werde mir jetzt aber bewusst erstmal das Zimmer, so wie es jetzt ist, eine Woche, vielleicht auch zwei, wirklich angucken, ob es mir jetzt so gefällt, wie es jetzt hier angeordnet ist und erst dann wieder mir Gedanken machen, wie ich die Deko anbringe, weil ich will jetzt nicht irgendwie die Bilder in die Wand hauen und das Regal wieder bohren und so weiter und dann nachher merke ich, ah, ich will es vielleicht doch nochmal umgestellt haben. Von daher gucke ich mir das jetzt wirklich erstmal an, ob ich es so mag. Ja, ich hätte es gerne. Nee, ich muss sagen, ich finde es jetzt eigentlich so gut. Also auch die Ecke mit dem Stuhl jetzt, ich habe es nochmal ein bisschen weiter nach innen verrückt und auch die Kombination hier jetzt mit dem, ach, wo muss ich denn hin zeigen? Da. Ist echt schwierig durch die Kamera, das ist immer so ein bisschen spiegelverkehrt zu machen. Finde ich jetzt eigentlich ganz cool. Ist gemütlich, wenn die Lampe auch mal endlich angeschlossen ist, wenn wir hier alle überall Gesteckdosen haben. Dann wirkt es nämlich nochmal richtig gemütlich, wenn man dann hier abends auch sitzt und das Licht anmacht. Gut, jetzt im Sommer ist es eh abends hell, wenn die Kinder schon ins Bett gehen, aber trotzdem. Ich finde, es hat wirklich einen sehr, sehr gemütlichen Charakter. Und muss sagen, dass ich es jetzt so eigentlich ganz cool finde. Also viel, viel besser wie gestern, wie wir es stehen hatten mit dem Bett hier und der Wickelkommode hier. Da habe ich mich irgendwie überhaupt nicht mit wohl gefühlt, obwohl ich mir das in meinem Kopf eigentlich so schön vorgestellt hatte. Aber ja, manchmal, wenn es dann so steht, wie man sich das ausgedacht hat, dann sieht es irgendwie vielleicht doch nochmal ganz anders aus. Und ja, ich habe mich damit irgendwie hier drin nicht wohl gefühlt. Ich habe das Zimmer, nee, war kein schönes Feeling hier drin, muss ich ganz ehrlich sagen. Und so finde ich es jetzt eigentlich ganz gut. Ich freue mich drauf, dass ich jetzt hier wirklich ganz, ganz, ganz viel Stauraum habe. Ich habe jetzt alles schon eingeräumt, was ich in diesen Umzugskartons hatte. Also hier ist jetzt wirklich auch noch viel, viel Platz. Da ist noch nicht alles richtig eingeordnet, aber hier oben, das passt eigentlich schon mal so weit. Und jetzt kann ich wirklich das, was ich hier draußen im Flur habe, an, ja, Sachen, die ich noch einräumen will, auch mal hier reinräumen. Das heißt, da haben wir dann auch wieder ein paar Umzugskartons weniger. Und so ist es eigentlich genau, wie ich wollte. Und ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Das war nämlich eigentlich der Gedanke, an den ich mich so festgeklammert hatte, dass die Wickelkommode unbedingt neben dem Kleiderschrank sein soll. Deswegen ist die eben auch hier eingeplant worden von mir. Es hat natürlich seine Vorteile, wenn man hier alles griffbereit hat, wenn man neue Windeln braucht und so weiter, kann man sich die hier direkt rausnehmen.
Aber ja, ich meine, ich sehe ja vorher, ob die Windeln da leer sind oder nicht. Was wichtig ist, ist, dass ich an Leos Klamotten beim Wickeln rankomme. Aber die sind ja sowieso alle hier in diesen Schubladen eingeordnet. Von daher habe ich mich jetzt irgendwie von dem Gedanken gelöst und ja, finde es jetzt so viel, viel besser, dass das Bett jetzt hier irgendwie, ja doch irgendwie so ein bisschen eine gemütliche Nische hat und so weiter. Aber man hier am Wickeltisch viel Platz hat. Und ich denke, so ist es jetzt erstmal ganz gut. So schaue ich mir das mal an. Und wenn ich dann soweit zufrieden bin, dann gehe ich daran, hier nochmal die Deko schön aufzuhängen und dann wirklich hier nochmal die letzten Details zu machen. Und ja, dann denke ich, war es das jetzt erstmal mit den Kinderzimmern. Wenn ich an das Thema Tapete gehe, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob ihr da auch ein bisschen mitgenommen werden wollt oder nicht. Und ansonsten, glaube ich, war das Video jetzt lang genug. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Einblick. Sagt mir mal, wie ihr jetzt beide Zimmer findet, vorher, nachher. Und ja, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Feedback in den Kommentaren da lasst. Vielleicht auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns sehr gerne zum nächsten Video wieder. Bis dann, ihr Lieben!